Ja, gegen die Kinder komme ich wieder klar. Vor allem, ihr habt immer noch... Okay, vergiss den Hammer. Ich habe mal wieder nicht auf Fallen geachtet. Okay, warte, ich lasse die das auslösen. Oh, viel zu früh. Viel zu früh. Okay, diesmal hat es keinen von denen erwischt. Ja, kommt ruhig, kommt ruhig, kommt ruhig. Noch jemand? Ich habe genug für euch alle. Ich habe genug für euch alle. Na, kommt schon. Das war doch nicht alles. Ja, ich dachte... Wie viele Kinder gehen hier eigentlich zur Schule? Okay, da geht's nicht lang. Welche Fallen? Nein, gut. Ja, du wartest. Nein! Oh Gott. Okay. Ja, da haben sie mich doch bekommen. Okay, das Ding sehe ich auch. Das Problem ist, ich bin nicht so schnell mit dem Hammer. Hier löse ich es aus, ja. Okay, das war's. Okay, da kommt nichts mehr. Rein da. Hey! Hey! Ah, wieder viel zu früh. Das Timing ist manchmal ein bisschen schwierig. Okay, kommt mal da weg. Ja, komm her. So, war's das jetzt? Habt ihr es jetzt gecheckt? Finger weg. Von meinen Freunden. Ich weiß, ich habe eine andere Maske an, aber ich bin's. Wieder vereint. Endlich. Bin ich nicht alleine. Hauen wir ab aus der Schule. Und raus hier. Oh, und dann scheinen wieder zurück ins Wohnviertel. Und Klavier. Yeah. Richtige Mozart-Sinfonie. Und dafür gibt es auch die monotöne Achievements. Das hatte ich auch im Kopf. Klavier gab es, denke ich, auch im ersten Teil. Ich denke auch, wieder ein ähnliches Achievement gab es sogar. Ah, okay, das war gewollt. Okay. Muss ich nochmal rausziehen? Na, da funktioniert nicht so viel. Okay, dann lassen wir es in der Stellung. Können wir dann Seil einfach hoch? Achso, so machen wir das, okay. Perfekt.
keiner gehört. Alles gut. Okay, da kommen wir auch wieder hin. Ah, da ist sowieso ein Schlüssel erforderlich. Gut. Komm mal her. Sehe ich schon, auf der anderen Seite geht wieder was ab. Ich weiß nur nicht... Ah, Mist, okay. Alles gut da hinten? Ja, Stress halt mit der Mucke, weißt du? Mist. Was soll denn das für ein Gekit sein? Ich renne da um mein Leben und Team musiziert hier. Okay, ich habe ja Dinge schon gesehen. Eine Waffe. Okay, diesmal spielt sie rum. Ah, okay, das ist richtig. So. Weg mit dir. Jetzt habe ich deinen Plan gecheckt. Ich dachte schon, was soll das werden? So, war der Schlüssel tatsächlich sogar simpel, sonst gibt es ja nichts, keine Secrets. Naja, okay. Dann geht's schon weiter. Ich weiß gar nicht, sind wir in der privaten Wohnung oder ist es immer noch Schule, weil da war ja immer noch ein Schulkind und hier wird's nicht besser. Was macht sie da? Okay. Wir sind noch Freunde, oder? Ich meine, töten zum Überleben ist gut, ist in Ordnung. Aber das nächste Mal bitte mit dem Hammer. Was ist denn das wieder für eine Psychomucke hier? Hat noch nie jemand was von tatsächlicher Musik gehört? Alter. Ne, wir sind noch in der Schule, okay. Das ist nur ein anderer Komplex. Oh, ich dachte schon wegen mir. Geht's hier weiter? Nein. Gut, hier kann ich auch ein bisschen Krach machen währenddessen. Das Klavier hört man mich bestimmt nicht. Ich hab da immer Angst. Ja, ich komm. Was gibt's denn da oben? Ah, okay. Jetzt kann sie hochklettern. So, wir öffnen's und weg hier. Nix. Oh. Okay, doch wieder deine Kinder schlagen. Weißt du, die ganze Zeit hast mich da gestresst. Soll ich oben oder unten? Ne, ich muss oben. Aber unten ist eine Kurve. Alter, du kannst nix. Zumindest diese Horrorteile in der Mitte stresst mich. Okay, ich nutze den Krach. Ich warte noch auf den
Nächste Pause. Ja, komponier ruhig weiter. Ich mach lieber eine Pause. Das dauert eigentlich lang genug. Hier ist übrigens interessant, dass hier das Gemälde verdeckt ist. Okay, ich brauche. Ich muss aber wieder zurückkommen. Dann brauche ich ganz sicher das hier. Das ist dieser Sport-Dingsbums, gell? Dieser Hocker da. Ich warte auf die nächste Pause. Ich riskiere hier nichts. Kein Bock, dass sie wieder ihren Hals streckt. Ich warte. Okay. Ich dachte, ich fahre wieder hoch. Warte. Kein Bock, dass die sich wieder aufregt. Ah! Genau davor habe ich keinen Bock. Beweg dich! Beweg dich! Alter! Ja, reg dich jetzt auf! Oh. Ich sage, was die für ein Problem haben. Wenn die mal auf mich losgehen. Na toll, es regnet. Kann ich bitte hier raus? Danke. Ich habe zumindest meinen Helm an. Sie hat ja gar nichts an. Hier ein bisschen unter das Dach stellen und dann schnell weiter. Und dann bloß weg von diesem Schulgelände. Interessant, dass ich hier hoch kann, aber hier nichts ist. Okay. Und auch mal diese Abgründe hier, gell? Okay, da könnte es weitergehen. Ich schaue aber vorher nochmal hier nach. Der Regen wird stärker. Ist das was? Nee, es ist nichts, gell? Sehr schön. Das scheint auch das Ende des Kapitels zu sein. Wobei es mich wundert, dass wir diesmal die Lehrerin nicht platt gemacht haben. Aber gut, hierüber sollte sie uns nicht verfolgen können. Und damit sind wir in neue Gefilde, die ganzen Kinder sind wir losgegangen geworden. Auch hier wieder nur noch Klamotten übrig geblieben. Aber die leben ihren normalen Alltag, sag ich mal, diese Psychopathen. Hat der Jäger jetzt auch gemacht, nur war er so nicht normal.
Na, ja, ich glaube, es ist kalt. Ich bin gerade etwas ratlos. Was auch immer das war. Ah, kann ich das überspringen? Nee. Hast du einen Plan? Ah, okay, von hier kann ich schieben. Das wollte ich die ganze Zeit wissen. Okay, diesmal habe ich aber keine großen Freiheiten, wohin ich das schieben kann. Schiebst du sonst wohin? Hier ist nix. Hauptsache, wir kommen erstmal aus dem Regen raus. Du willst nicht mitkommen? Ich kann aber auch darauf nicht springen. Also irgendwas mache ich noch falsch. Ne, ich kann darauf nicht stehen. Das verweigert das Spiel. Das ist eine Idee. Damit kann ich noch was anfangen. Sehr schön, sehr schön. Schaffst du es auch? Sehr schön. Jetzt komm. Genug im Regen spaziert. Wir müssen endlich mal einen trockenen Unterschlupf finden. Oder wir gehen zuerst duschen. Wie eine Müllkippe sieht sie mal wieder aus. Schade, ich dachte beides gleichzeitig. Das ist ein Hut und... Kannst du das nicht nehmen? Ich dachte ein Hut und Dingsbums. Oh, was für ein süßes Gesicht. Da wird man doch gleich rein. Konnte ich das irgendwo reintun? Das Bootlein? Und so ein Achievement erinnere ich mich gerade nicht. Ich wohne nicht alle auswendig im Kopf. Sehe ich zumindest nirgendwo. Na gut. Vielleicht kann ich es da rein tun. Nö. Schade. Na dann ab ins Warme. Naja. Zumindest halbtrockene. Nein. Nein. In der Spielerbeschreibung steht, dass man irgendwann auf Six trifft. Aber ich wusste nicht, dass das Six ist. Das ist der Haupt- und spielbare Charakter aus dem ersten Teil. Jetzt muss ich kurz zurück überlegen. Wir haben irgendwo im Wald gestartet. An einem Fernseher, warum auch immer. Six haben wir im Keller gefunden mit ihrer Spieldose. Aber wie ist die da gelandet? Und warum hat sie nicht weitergemacht? Was hat sie aufgehalten?
Das ist eine schöne Überraschung. Das ist nicht meine Größe, der Hut, gell? Okay, na dann. Six, komm. Jetzt weiß ich auch, warum die so brutal, brutal gegen Ende war bei dem Typen. Wir wissen ja, wie sie zugreifen kann. Also die hat manchmal echt schlimme Mittel. Vielleicht hat sie komplett einfach den Mut verloren, den Lebenswillen. Ist komplett durchgedreht und erst mit meiner Hilfe kommt sie wieder halbwegs klar. So, erst mit der Regenjacke. Na, damit ist es auch schon besser, auch wenn wir immer noch barfuß hier rumlaufen. Ja, da hoch will ich. Mich beunruhigt nur, dass ich letzter Zeit so wenig Hüte finde. Ich glaube, ich habe ein paar verpasst. Also Hüte. Heißt ein Hut, aber das ist nicht den Hut, den ich suche. Und auch hier neben den Fernsehern immer wieder Pakete, finde ich. Die komplett einfach in Ordnung aussehen. Ja, Six, ich helfe dir. Vor allem jetzt, wo ich weiß, wo du bist, wer du bist. Sehr schön. So, die Erde sollte jetzt nicht mehr hier hinkommen, gell? Nee, alles ruhig. Oh nein, nichts Krankenhaus. Krankenhaus können sie echt. Da können sie gut Panik machen. Oder sind das immer noch die Schulbetten? Bin ich immer noch in der Schule? Na, nee, erzähl mir nichts. Sag mir doch bitte, ich bin raus aus der Schule. Ich habe doch eine ganze Schlucht da gelassen. Na, geht doch.